Solange im Gold und nicht im Himmel bezahlst, so. Siehst du, Gott möchte das Wasser in diesen Fässern in Wein verwandeln. Es gibt einen Ort, an dem solche Wunder geschehen können. Oh, echt doof, dass wir in der letzten Folge jetzt hier abgekackt sind. Weil ich genau vor einem Officer jemanden angefahren habe. So. Dann müssen wir hier jetzt ganz vorsichtig fahren, um bloß keinen Ärger zu kriegen. So, nein. Okay. Boah, aus der Top-Down-Perspektive ist das auch ein bisschen schwierig zu erkennen, wo man hin muss. Und dass man niemanden hier aus Versehen umfährt. So. Aufpassen, ja? Digga, aufpassen. Ey, das hier ist Sperrgebiet. Was wollen die denn jetzt? Oh. Warte mal. Dann machen wir mal so. Ich lass mich hier von niemandem verarschen, ja? So, stehle einen Wagen mit Wein. Würde ich sagen, wir nehmen den da. Weil der noch heile ist. Fahr den Wagen zurück. Oh, da ist wieder eine Wache. Nicht mehr die Sprache von denen lustig. Hallo, Ossifer. So, und ab zum Mönch. Oder Priester oder was auch immer das war. Du seist gesegnet, mein Sohn. Möge die Gnade des Herrn. Hör auf mit dem Mist, gib mir einfach das Geld. Geduld, mein verlorener Sohn. Wir müssen die Waren zuerst zu meinem Wohnort liefern. Und der steigt auch noch mit auf. Okay, wo wohnt er? Wohin? Dahin. Oh, wieder außerhalb der Stadt. Die Leute in dieser verdammten Stadt. Siehst du diese Scheiße, mein Sohn? Sie haben keine Ahnung, wie sie auf einer zivilisierten Straße gehen sollen. Sie sind wie Schafe ohne Hirte. Deshalb hasse ich es, hier herumzulaufen, herumzufahren. Eine Sekunde Unaufmerksamkeit und plötzlich bin ich zur Hölle verurteilt. So, wir müssen hier jetzt raus, weil ich einen blinden Idioten getötet habe. Ey, hörst du mir überhaupt zu? Nö. Du bezahlst mich dafür, dass ich dir Wein stehle. Oder für dummes Geschwätz. Hm, in Ordnung. So. Was ich gleich aber mal ausprobieren möchte, wenn wir schon dort sind. Ah, wir müssen da runter. Ob ich auch vielleicht einfach so über die Brücke rüber kann. So. Schicke Hütte für einen demütigen Diener Gottes. All das ausmilden Gaben? Nicht dein Problem. Wer bist du? Die spanische Inquisition? Aha, niemand erwartet die spanische Inquisition. Ich schon. Ihr habt mir vor einem Monat einen Brief geschrieben. Du kannst uns mal. Achte auf deine Worte. Du kennst weder den Tag noch die Stunde, zu der wir wiederkommen. Und weg sind sie. Frag lieber nicht. Hier sind deine 30 Silberlinge. Hm. So, was haben wir hier?
Ein von 20 Hufeisen gesammelt. Nice. So, Leben haben wir auch wieder aufgefüllt. Und... jetzt ist die Frage, wo können wir jetzt uns ein Pferd herholen? Obwohl... irgendwie will ich jetzt darunter auch. Ich würde sagen, wir probieren es zuerst mit der Brücke da oben. Ob wir vielleicht auch einfach so rüber können, ohne diesen Adelstitel. Und danach gehen wir mal runter zu dem Haus und schauen nach, was das genau ist. Oh, Ausdauer. Ah. Und hier eine Kutsche. Das nehmen wir mit. So. Ah. Wir kommen da nicht durch. Okay. Okay, schade. Oh oh. Und jetzt geht's wieder los. Verdammt. Oh. Egal. Nein. Weg von mir. Da ist ein Hufeisen. Ach. Nein. Komm. So, den haben wir jetzt erledigt. Und komm her. So. Aber da ist ein Hufeisen. Den nehmen wir mit. Dann haben wir schon mal 2 von 20. Ach. Wir klauen mal das Polizeipferd hier. Gardney. Okay. Ich hoffe, hab's auch richtig ausgesprochen. Ach nee. Ich will doch nur ganz in Ruhe zum Haus da hinten. Oh. Ich finde es aber lustig, wie die Pferde hier rot-blau leuchten, so. Mit Polizeisirene quasi, fehlt nur noch. Nein, hier geht's nicht hin. Kann ich den jetzt irgendwie loswerden? Achso. Oh. Nö. Komm, dann klaue ich sein Pferd. Das ist das Pferd am Leben. Was hat es dir getan? Mein Pferd hat er umgebracht. Ach, da kommt schon der nächste. Jetzt muss ich die schnell loswerden. So, Pimp a Horse, das ist mir zu teuer. Ah, okay, Fahndung ist wieder weg. So, wo sind wir? Wir müssen hier jetzt... aus dem Weg! So, wir müssen hier jetzt gleich runter, die Straße. So.
Da hat er wieder eine Leiche. Und dann müsste das hier irgendwo sein. Da. Ja, jetzt kommen wir an mein Pferd nicht vorbei. So. Was ist denn das? Hotel zur krassen Kakerlake. Drücke hier, um diese Speicherpunkt zu kaufen. Preis 500. Was stand da noch? Nahrung, Schild, Axt, Bogen. Oh, nice. Gegen Armbrust auszutauschen. Und Axt gegen Schwert auszutauschen. Oh, ich bin eher so mehr Bogen. Finde ich irgendwie besser. Dann kann ich hier speichern. Nice. Aber ich habe hier kein Einkommen. Apropos Einkommen. Lass mal schauen, ob da oben im Dings hier das, was wir vorhin noch gekauft haben, ob da jetzt schon Geld da ist. Denn Ziel ist es, dass wir 5000 Gold zusammensammeln, damit wir uns das eine Adelspass hier leisten können, damit wir auch rüber über die Brücke können. Deswegen sind wir jetzt auch einigermaßen gezwungen, Nebenmissionen zu machen. Aber was heißt gezwungen? Also machen wollte ich die so oder so. Nur bleibt jetzt aktuell nichts anderes über, außer die Nebenmission. Aber an sich ist das gut. So haben wir die Möglichkeit, auch alles vom Spiel zu sehen. So, aus dem Weg. Ah, warte. Dann parken. Aua. Dann parken wir hier. Pferd ist geparkt. Jetzt haben wir eine Lanze. Er hat gar kein Schild. Hier haben wir ein Schild. Hier haben wir Schild. Hier haben wir Schild. Hier haben wir kein Schild. Nice, wir besitzen jetzt eine Lanze. Amen. Die Messe beginnt in wenigen Minuten. Aber fast niemand ist da. Das muss sich ändern. Du meinst, ich muss das ändern. Vielleicht, aber mit Gottes Hilfe. Ja, ja. Treibe Menschen in die Masse. Wie mache ich das? In die Messe. Kirche, jetzt! Kirche, jetzt! Das ist schon geil. Oh, Hufeisen! Da ist ein Hufeisen. Kirche, jetzt! Komm! Zack, zack, die Messe startet. Nee, da. Du möchtest doch Gott nicht erzürnen, oder? Wenn ich dich nicht in 5 Sekunden in der Kirche sehe. Gelobt sei der Herr, gelobt ihn zum Teufel nochmal. Ab ins Gebetshaus mit dir, verfickten. Ah, geil, ich feier den. Du möchtest doch Gott nicht erzürnen, oder? Geh zurück zum Priester. So, da ist er. Ein göttlicher Job. Leider ist unser Organist gerade den Turm heruntergefallen und hat sich den Hals gebrochen. Wir brauchen einen Musiker, sofort. Höre einen Baden und bring ihn zum Priester. Was ist mit dem jetzt? Ab in die Kirche mit dir, komm. So. Jetzt her mit deinem Geld. Wenn er nicht in die Kirche will. Aber wo finde ich jetzt einen Baden? Gesundheit.
Wo finde ich jetzt einen Baden? Nicht, dass die Quest jetzt hier verkackt ist, nur weil ich kein Baden finde. So, Nase juckt auch noch. Da ist ein Bade, warte. Hallo? Toll. Ja, werde ich jetzt so oder so verkacken. Dann kann ich ihn auch haben. Die Messe hat bereits begonnen. Kontrollpunkt neu laden, komm. 137 Poliergold ausgeben. Ja. So, komm. Da haben wir wieder einen Officer, den wollen wir nicht verärgern. Komm, ab in die Messe. Los, Messe. So, da haben wir auch nochmal. Eins und zwei. Und drei. So, wie viele sind denn dann jetzt gleich in der Messe? Komm, du gehst auch noch hin. Und ihr drei. So, dann müssen das jetzt genug Leute sein. So, rein mit dir. Ja. So. Ein Baden zum Priester. Wo finde ich den Baden? Bist du ein Bade? Nee. Wo gibt es jetzt hier Baden? Der sieht aus wie ein Bade. Hi. Ich muss das doch. Wo sind die Baden, verdammt nochmal? Woran erkenne ich hier auch einen Baden? Hier ist kein Bade. Aua! Nee, das war's. Das schaffen wir wieder nicht. Dann weißt du was? Dann lassen wir die Mission sein. Die Messe hat bereits begonnen. Ja, ich finde den scheiß Baden nicht. Quest abbrechen. So, dann würde ich sagen, wir machen lieber da hinten die Quest. Hier ist der Bade. Ja, du kommst jetzt mit. Du bleibst jetzt bei mir. Echt jetzt? Oh. So. Kennen wir alles schon? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun und
Hoppla, das war der falsche. Da haben wir die 10. So. Haben die jetzt alle? Ja, das kennen wir auch schon. Ein Bade, wirklich? Nun, das muss reichen. Die Messe beginnt gleich. Ja. Okay, sie gehen. Jetzt ist es an der Zeit, den. Ich möchte Spenden für die Kirche sammeln. Schnell, bevor sie alle nach Hause gehen. Warte mal, ich muss aber eben. Ich sehe da gerade was. So. Ne, hier. Sammle das Geld mit den Mitgliedern. Ich habe meinen Beutel zu Hause gelassen. Ja, ja. Da haben wir noch einen. Wird eine EC-Karte akzeptiert? Dann haben wir hier noch zwei. Ey, Schnürdeckel, das sind kein Geld. Hm? Und da hinten ist noch irgendwo einer. So, dann müsstet ihr die Audioqualität jetzt auch wieder besser hören. Ah, jetzt muss ich hier rum. Und ich glaube nicht, dass die paar Münzen langen, um durch die Tore des Himmels zu schreiten. Ja, ab zum Priester wieder. Und du hast, das hast du gut gemacht, mein Sohn. Vielleicht wird dein Leben nach dem Tod in der Hölle weniger. Moment, das ist Harry. Hey, Harry. Oh, guten Morgen. Warum schreist du dich so raus? Was ist mit deiner Spende? Du bist doch immer so großzügig. Ich kann heute nicht. Es tut mir leid. Ich muss, er rennt weg. Ich kann es nicht glauben. Schnell, fang ihn und nimm seine Spende entgegen. Wir brauchen deine freiwillige Spende, Harry. Ja, Mann. Ich hab dir das Gemeindemitglied, in dem du es verprügelst. Und Opfer, sofort. Bitte, ich bin wegen dieser Sonntagsmessen fast bankrott. Dann hör auf, an der Titte der Kirche zu lutschen, Idiot. Jetzt musst du bezahlen. Boah, das ist viel. Ich denke, ich nehme es einfach für mich. Geh zum Priester. Und? Entschuldigung, ich habe ihn nicht erwischt. Er war zu schnell. Verdammt, wie auch immer. Du hast es versucht. Wenn auch ziemlich schlecht. Und ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann. Hm? Und wir haben wieder zwei verfügbar. Dann. Guy kann vom Pferd aus Gegenstände sammeln. Ja, okay, das ist ein bisschen viel, aber. Hier. Wird um 10% schneller regeneriert. Dann nehmen wir da, oder was ist das? Dann machen wir das hier. Für den Fall, dass wir wieder mal einen Baden holen müssen. Ja, jetzt hängt er da fest. Und machen hier jetzt weiter. Halte es heilig, Alter. Diese armen, ahnungslosen Kaufleute. Sie wollen die Kirche nicht dafür bezahlen, ihre Waren zu segnen. Vielleicht sind sie einfach keine Trottel. Oder das sind sie. Alles Ungesegnete sieht den Teufel an. Es ist also an der Zeit, es ihnen auf die harte Tour beizubringen. Geh auf den Markt und zerstöre die nicht gesegneten Waren des Händlers. Oh, dann nehmen wir mal wieder das Schwert. Oh.
Verdammt. Und Zeit, um zu Fatbucket zurückzukehren. Oh, nein. Oh, das überlebe ich kaum. Schnell weg. Was? Wo ist er hin? Das waren diese Händler. Ich habe gesehen, wie sie unseren Priestern entführt haben und sagten, sie werden aus seiner schicken Residenz den Segen herausficken. Verdammt, niemand berührt ihn, solange er mir Geld schuldet. Okay, dann schnell ein Pferd klauen. Und zum Priester. Da gibt's Pferde. So, und schnell weg. Moment mal. Ach, ich muss da hin. Ups, da gibt's Essen. Und schnell raus und eben schnell Leben aufladen. Ey, das ist mein Pferd. Ach, die schon wieder. Das Pferd heißt Blitz, okay. Hier müsste ich lang. Und dann hier runter. Ups. Was hätte ich den umgefahren? Umgeritten, besser gesagt. Oh, warum müssen die auch alle mitten im Weg so laufen? Da ist die Residenz. Einmal kaputt gemacht. Hey, guck mal, das ist das der Schwanzlutscher des Priesters. Hauen wir ab, hier gibt es keine Schwänze zum Lutschen. Oh, ich gebe dir etwas zum Lutschen. So. Ey. So, Ausdauer am Arsch. Schnell hier hin. Ey, du solltest an deiner Einschüchterungstechnik arbeiten. Weniger reden, mehr Blut. Hier lass es mich dir zeigen. Ey, du musst an deiner Einschüchterungstechnik arbeiten. Weniger reden, mehr Blut. Hier lass es mich dir zeigen. So und so und. Ah! So, da vorne gibt's Leben. Ach, die drei, die ist schon wieder. Oh, Scheiße. Nee, nee. Oh, verdammt. Boah. So. Dann haben wir wieder Lanze. Und oh, Gott sei Dank, du bist. Halt die Klappe, es ist mir egal. Ich möchte mein Geld zurückhaben. Quest abgeschlossen. Und wieder haben wir hier was. So, hier kostet es 4. Hier kostet es 6. 6. Hier. Kai verbraucht beim Rennen und Kämpfen um 5% weniger Ausdauer. Nach einem kritischen Angriff bleibt Guy mit 1 Lebenspunkt zurück, statt zu sterben. Hier brauchen wir 5. Vergrößert die Kapazität von Bolzen um 10. Chance, einen Bolzen von einer Leiche zu erhalten. Kostet 8. Hier, Guy kann im Laufen, aber nicht im Sprint, Armbrüste nachladen. Boah, das wäre so geil gewesen. Gibt es noch irgendwas für 3? Hier, das ist 2, aber...
Wenn du Tab drückst, erscheint ein Pferd zu deiner Verfügung. Das ist auch nice. Aber kostet 10. Was gibt's hier? Nächste Stufe, 10% Rabatt in Läden. Guy verliert seine Waffen nicht, nachdem er von den Wachen festgenommen wurde. Oh, das ist auch geil. Gottes Liebling. Guy findet um 10% mehr Munition und Geld. Wir nehmen das. Den braucht man nicht. Das Fahndungslevel fällt schneller, wenn Guy sich im Wald befindet. Aber wäre auch nice. So. Da haben wir wieder eine Hauptquest. Aber ich würde sagen, wir machen die Dinger hier fertig. So. Wir gehen aber wieder auf Schwert. Und setzen uns auf unser Pferd. Wo geht's da lang? Ach, einfach nur nach oben. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich feiere das Spiel aktuell noch. Ist richtig geil. Warte mal, hier sind wir. Warte mal. From a baboon's bar.